eine Webseite aufrufen. Ja. pr.st, wissen deine Schüler, und zu wissen, wenn da ist, finden alles. Ja. Das war schon. Okay. Dann gehst du auf das Public Key. Ja, aber es ist ein bisschen, wie man schaut, ah, da sind ein paar. Ich glaube, da fällt was, oder? Na, es ist halt, hier sollte eine neue Zeile sein. Für Leertasten drin, oder? Für Spaces. Naja. Oder Zocker soll publiziert, soll publiziert. Naja, schauen wir mal. Also eigentlich schaut es jetzt so aus, wenn wir das jetzt holen wollen, wir nehmen mal WGET dafür, ja, so dass wir das, und dann sagen wir, Output ist jetzt pr.ask. Das wäre so der .ASCII, genau, in dem Format. So, dann haben wir das schon mal da und dann schauen wir uns die Datei mal ganz kurz an. Das ist natürlich das ganze Drumherum und dann irgendwo muss Beginn stehen. Okay, das ist am Anfang der Zeile. Aber da zum Beispiel hast du, was eigentlich Minuszeichen sein müssten, das ist sehr schön umgesetzt in super UTF-8, aber das ist nicht das Richtige. Das wird nicht erkannt. Weil das automatisch das übersetzt. Ja. Okay. An sich sieht es ja gut aus, wird aber komisch angezeigt von deinem CSS da. Also DokuWiki pusht da rein, das ist praktisch egal. Und hier an der Stelle. Also es müssen. Nur zwei Leertasten eindrücken, dann war es richtig. Ja, also ich mache gerade mal aus diesen Dingen Minuszeichen, so richtig Minuszeichen. Und da oben, das macht automatisch auch diese Dinger drumherum, das dürfte nicht sein. Aber so wie es jetzt ist, wenn man das angepasst hat und diese Paragraph-Zeichen wegnimmt, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich sage im GPG, importiere mal, was du da siehst in dieser Datei, von dieser Datei. Und jetzt schauen wir mal, was es dazu sagt. Und es sagt, ja, habe ich importiert. Dann geht's. Und das kann man dann in einem Schritt machen, wenn man das anbietet. Also letztendlich sagt man, ich hole eine URL und gebe das aus auf Standard Out. Und dann kann ich das gleich an das GPG mit dem --import geben. Und das wäre der Weg, eben um sich einen Key von der Webseite zu holen. Aber dann muss er eben auch genauso mit dem ASCII da drinstehen. Ich brauche nur 2.1 drücken, dann hole ich wirklich 1 zu 1. Ist schon erledigt. Sehr gut, ja. Schaut es jetzt an. Ja, jetzt machen wir das mal. Jetzt machen wir das mal genau. Jetzt brauche ich nochmal die URL da. Achso, hatte ich noch. Achso, wir gucken erst einmal. Ich mache es nochmal grafisch, bitte. Jawohl. Ja, also ich muss nur 2 Leertasten einrücken und sonst pusht eben doch hier das DokuWiki rein mit dem Minus. Genau. Ich mache das 2 Minus einen schönen langen Bindestrich. Und jetzt machen wir das mal, das dass wir wiederum ausschalten, aber es sind doch wieder irgendeine anderen Feature. Das ist so, super so. Ich habe dazwischen doch ganz rasch das eingeschmissen. Das ist gut. Ja, das gefällt mir. Also wir holen uns jetzt mal die Seite mit WGET und sagen, gib das mal weiter hier in das GPG-Import. Ja, und dann mal sehen, was passiert. Plop. No valid open PGP data found. Nanu. Das ist ja komisch. Das ist in dem Plop drin. Dann schauen wir nochmal nach, was wir da haben. Hier haben wir, das Ding, es beginnt nicht direkt bei der, am Anfang der Zeile. Das muss noch hier hinein. Okay, musst du wieder ausmessen. Und dann machen wir nochmal ein Peer neu. Neu holen? Ja, das Büro ist inzwischen. Na gut, okay. Links minus dump. Ja, könnte man noch. Aber an sich, ich finde es so am einfachsten. WGET Seite holen und GPG darauf ansetzen, auf die Daten, die geholt werden. Das sollte funktionieren. Jawohl, da haben wir es. Da. Er hat es geholt und weil wir es schon hatten, ist er not changed. Macht keinen Unsinn. Genau, aber das funktioniert so. Also insofern, ja, wenn das richtig drin ist, kann man das direkt so holen. Gut, okay, ja. Wieder zurück. Ja, was dann? Genau. Dann auf letzte Änderung geht, da findet man am schnellsten hin. Da steht EZ-Kastes-Zweiter. Stelle. Ja.